Freue mich, dass ich hier jetzt den künstlerischen Part ein bisschen abdecken darf auf der MIME 2009. Und zwar, ich begrüße Herrn Dieter Schonlau. Herr Schonlau, Ihre Kunstwerke, so nenne ich sie einfach mal, sind seit vielen Jahren auf der MIME ein fester Bestandteil. Ich bin, glaube ich, jedes Mal bis jetzt dabei gewesen. Und mit größerer Begeisterung. Die Leute freuen sich, dass sie mich wieder sehen und vielleicht in diesem ganzen Trubel auch mal ein bisschen was Süßes mit nach Hause nehmen können. Genauso ist es schon Tradition, dass jeder, der hier die Eröffnungsrede im Jahr der MIME hält, als kleine Trophäe, als kleines Dankeschön von Ihnen dann immer ein Marzipan, ja, sagt man jetzt doch Kunstwerk oder wie nennen Sie überhaupt Ihre Objekte? Also ich sage mal Marzipan-Präsent. Kunst macht der Betrachter, ich bezeichne mich selber als gestaltender Handwerker, mir macht es sehr viel Freude, ich werde immer kurz vor der MIME angerufen von den Herrn Klaus-Oliver Welzow von der Firma Unger und Welzow und er sagt, hör mal, wir haben hier den und den Gastredner, lass dir mal was für den einfallen, lass dir was für den einfallen. Das ist eigentlich das, was mir an diesem Beruf unheimlich Spaß macht, diese Kreativität da herauszulocken. Was haben Sie sich denn für dieses Jahr für den Gastredner ausgedacht? Ja, in diesem Jahr, der Herr Welzow wollte gerne drei gleiche Figuren haben. Da dachte ich mir, naja, Paderborn hat drei Hasen als Symbol, als Gruß aus Symbol, ich sag mal, als süßen Gruß aus Paderborn, habe ich so immer so drei Hasen modelliert. Die hatten ihre Ohren auch verschlungen und finde ich, ist eine schöne Erinnerung an Paderborn. Ich weiß, heute Morgen der Gastredner, ich habe den Namen vergessen, ein Herr Professor Rolf Schönfeld. Genau, der war bei mir am Stand. Er sagte mir, Herr Schonlau, ich bin seit Jahren unterwegs, auch als Referent. Ich habe noch nie so was Schönes bekommen. Er hat sich riesig darüber gefreut und das ist doch nett. Sie sind von Hause aus Konditormeister, haben aber dann irgendwann Ihre Fähigkeiten entdeckt für die marzipanbildende Kunst oder ist das ein Teil Ihres Handwerks? Also ich bin Konditormeister, gelernter Konditormeister und wenn ich nicht mit diesen Marzipanfiguren hantiere, sage ich mal, arbeite ich als Naturfotograf im tropischen Regenwald. Und meine ganzen Chefs früher mochten das nicht gerne leiden, kann man ja verstehen. Ich habe immer wieder gekündigt, war für 5-6 Monate im tropischen Regenwald verschwunden. Habe ich mir gesagt, irgendwie muss ich mich selbstständig machen, kreativ werden, sodass ich innerhalb von ein paar Monaten mein Geld verdienen kann und es mir so erlauben kann, jedes Jahr auszusteigen. Ja, und das klappt ganz gut, seit 18 Jahren. Unglaublich. Sie halten jetzt mal so ein, ja, ein Präsent in der Hand. Wie viel Minuten, Stunden Arbeit stecken denn in so einem Objekt? Also hier habe ich jetzt 20 Minuten dran gesessen. Hier war gerade ein Herr. Er sagte, Herr Schonlau, er wäre morgen eingeladen. Da kommt ein Mann bei denen im Betrieb, der hat wohl Geburtstag. Der arbeitet im IT-Bereich. Er möchte gerne irgendwas mit Computern haben. Und ich finde jetzt einfach, so einen Computer zu machen aus Marzipan finde ich langweilig. Dann lasse ich mir mal schnell irgendwas dazu einfallen. Jetzt habe ich hier mal so einen kleinen Computer gemacht mit einer Maus davor. Die Maus jetzt richtig als Figur. Die hat sich im Photoshop eine Scheibe Käse kreiert und da kommt sie schon aus dem Drucker rausgedruckt. Und das ist das, was Spaß macht. Unglaublich. Ich danke Ihnen, Dieter Schonlau, dass wir ein bisschen mal in Ihr Handwerk hineinschauen durften und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben und vor allen Dingen, dass Sie es mit unglaublich viel Freude und Spaß machen. Ich glaube, das gehört dazu. Ich meine, handwerklich muss man ein bisschen talentiert sein, aber es muss Spaß machen. Wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, dann klappt das auch ganz gut. Dann geht es ganz gut von der Hand. Danke, Dieter Schonlau. Okay.